Hände hoch, gib sie alle Geld her. Nein, bitte nicht, ich will nicht, nein. Stehen bleiben oder ich schieße. Ich frage mich, warum der Bürgermeister uns hergebeten hat, ha? Huh? Ja, also ich meine, ja, wir haben ja natürlich einen guten Fall gelöst. Wir haben einen guten Fall gelöst. Vielleicht ist es eine Ehrung, was denkst du? Ich glaube auch, ja. Also ich meine, wir sind das einzige Personal, was hier richtig arbeitet. Ich glaube, er hat gesagt, wir sollen einfach hier durchgehen. Einfach durchgehen? Zur Mitarbeiterbereiche. Ja, ja, er hat gesagt. Genauso viel los sind wie bei uns auf der Polizeistation. Ja, Sekretärin ist wohl gerade im Urlaub. Irgendwie wundert mich das auch gar nicht. Es scheint an der Stadt zu leben, das ist wie verflucht. Guten Morgen. Jo, hallö. Na, ihr... So. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Ah, da seid ihr endlich. Ich habe schon gewartet. Warum haben sie uns denn hergebeten? Das Ding ist jetzt, mit bald sind ja Bürgermeisterwahlen. Mm-mm. Und da jetzt so relativ viele neue Kandidaten da sind, wollte ich euch einfach mal vorschlagen, dass ihr noch dementsprechend ein paar Unterlagen holt von dem anderen Kandidaten, damit der dementsprechend die ganzen Sachen ausgefüllt bekommt. Und das auch was brauchen Sie? Unterlagen, Ausweis? Ja, Akten. So ziemlich alles. Ja, Ausweis, Akten. Sozialversicherung, okay. Von welchem Kandidaten sollen wir denn die Unterlagen holen? Mir ist der Name gerade entfallen. Der hat auf jeden Fall eine Farm da. Das weiß ich. Ah, der neue bei der Farm. Ja. Ja, ich weiß genau, wen sie meinen. Ja, ich weiß, wo das ist. Wissen Sie nicht? Das ist quasi Richtung Gefängnis. Da hingehen und dementsprechend da Sachen, die Sachen da holen, weil es ist relativ wichtig, dass wir die ganzen Daten haben, weil wir wollen ja nicht einfach irgendeinen Fremden bei uns irgendwie zur Wahl stellen lassen. Sind Sie, also auf einer persönlichen Basis jetzt, sind Sie eigentlich besorgt, dass Sie den Bürgermeisterposten nicht mehr halten können? Ach was, ich denke, ich habe immer noch das Feuer im Eisen oder das Eisen im Feuer, keine Ahnung. Mhm. Ich glaube halt, dass ich dementsprechend auch die Jugend heutzutage auch überzeugen kann, dass wir dass ich zumindest... Ja, die Jugend ist schon relativ wichtig. Ja, und das Ding ist halt so, ich glaube halt, dass ich wirklich ein Draht zu den Kids habe, denn ich kenne mich so mit den neuen Begriffen aus, so wie YOLO und LOL, XD, Roffel. Okay. Ich roffe jeden Tag, das ist total witzig. Oh, okay. Ja, ich weiß nicht genau. Verstehen wir. Willst du mit mir befreundet sein auf Facebook? Nee. Sicher? Ich heiße da Werner Gümpel. Werner Gümpel? Ja, sicher, also... Werner Gümpel. Kannst du mir meine FA senden? Dann können wir uns lustige Sticker zu senden oder lustige Bilder. Ich habe da so ein lustiges Katzenbildchen gesehen. Dann würde ich jetzt sagen, das können wir mal machen, oder? Ja, ich stups sie an. Jo, okay. Alles dann, klar. Dann freu ich mich. Dann das war's? Das war der einzige Grund, warum... Ja, danke ich. Ja. Alles klar. Ja gut, dann. Machen Sie es gut, ne? Schönen Arbeitstag noch. Wir kümmern uns drum. Wir sind ja schließlich die Polizei, nicht? Wir kümmern uns um alles. Ja, LMAO. Ja, genau. Ja, genau. Wie jetzt Werner Gümpel. Okay. Also ich sag, der macht's nicht länger. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon vor 2 Jahren überrascht, dass der nochmal gewählt wurde. Aber hey. er und seine Strategien. Er hat immer Pläne, aber man weiß nie, ob die Pläne wirklich, nennen wir es erfolgreich sind. Ich meine, wenigstens versucht das, aber ich glaube auch nicht. Ja. Mal schauen, ob der neue Kandidat vielleicht ein bisschen Hast besser ist. Hast du den neuen Kandidat schon kennengelernt? Nee, ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Okay, ja, ich auch nicht. Ich habe nur gehört, dass der alte... Ja. Der alte Norbert hier von der Farm im Norden, nicht? Ja, der Franz Schubert, genau, der hier. Dass der jetzt nicht mehr... Der ist mit mir auf die Schule gegangen. Auf die Schule gegangen? Na, der Großvater, meine ich. Der. Der hat jetzt die Farm an den Enkel vererbt. Den Junior. Na, nicht den Junior. Den Älteren, der ist jetzt wohl in Ruhestand gegangen und hat gesagt, so, der Enkel kümmert sich und das ist jetzt hier der Kandidat als Bürgermeister. Ach ja, wir haben noch eine Weile, bis wir Ruhestand gehen können. Ja, leider, ne? Denkst du, da vorne wohnt er? Ich glaube, da vorne ist es hier bei der Farm. Das sollte... Dann lass mal den Kandidaten hier anschauen. Wie heißt er? Das hat er gar nicht gesagt jetzt, ne? Hat er es gesagt? Ich glaube, er hat es nicht gesagt. Aber der baut hier viel Korn an, viel das Mais, viel... Viel Weizen? Irgendwas? Viel, Weizen? Ich weiß es nicht. Wollen wir hier Mais durchparken? Ja, wir sind das Gesetz, wir parken hier. Ja, wir parken, wo wir wollen. Ja, ich glaube, das ist eine Auffahrt gewesen hier. Das, ist jetzt ja auch egal. Bevor wir loslegen, erstmal hier einen. Oh, ich glaube, das ist er auch schon, oder? Oh, Donuts hast du dabei? Ja, Schokolade für Sie? Ja, und vielen Dank. Oder Chili oder mit... Es gibt Chili? Da habe ich auch noch nicht gesehen. Hey. Schönen guten Tag. Hallo.
Sie sind der neue Kandidat fürs Bürgermeisteramt. Wir sind hier. Was kandidieren Sie? Ich kandidiere für Bürgerschaft. Für rechtliche Bürgerschaft. Für rechtliche Bürgerschaft. Sagen Sie, wie lange sind Sie jetzt eigentlich schon hier? Also ich wohne hier schon etliche Jahre. 4-5 Jahre. Okay. Ich war nämlich der Enkling des Vorbesitzers hier, der schönen Farm. Der schönen Farm. Ah ja, ein Erbe also. Ja, das ist. Man merkt schon, das selber aufzubauen, das dauert schon seine Zeit. Kümmern Sie sich jetzt um den ganzen Bereich hier ganz alleine oder helfen Sie? Ja, das ist alles meine Forstwirtschaft. Wie lange haben Sie denn das Fahrzeug hier schon? Schon so eineinhalb Jahre. Und auf wen ist es angemeldet? Auf mich. Auf Sie? Und Sie sind? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Norbert Gunther. Ah, okay. Herr Gunther? Okay. Und Sie haben die Papiere bestimmt schon fertig gemacht, richtig? Für die Bürgermeisterwahl? Genau. Deswegen sind wir nämlich hier. Jo, vielen Dank. Oh, scheint ein sympathischer Kerl zu sein, nicht? Ja, der Typ scheint echt. Also ich finde, der hat eine coole Schaukel hier. Ja, schickes Anwesen. Also, kann ich nur sagen. Ja, also, der hat das 100% geerbt. Ich kenne solche Leute. Ja. Aber er ist ganz sympathisch. Ja, ich meine, ist bestimmt auch viel Arbeit, das alles so alleine zu regeln. Außer er hat vielleicht Angestellte, aber das sah jetzt nicht so aus. Noch ein Donut? Chili-Donut? Noch ein Donut, ja, sicherlich, da sage ich nicht nein zu. Sie haben einen Ausweis. Ausweis, perfekt. Papiere haben Sie auch? Ach, perfekt. Ja. Wollen Sie die gerade nehmen, oder? Ah, perfekt. Ja, das ist doch schön. Prüfen Sie eben die Validität? Ja, ich schaue es mir gerade an. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich habe eigentlich noch was vorher, den Baum zurechtzuschneiden, also... Oh, okay. Ja, es ist schönes Wetter heute, nicht? Um hier auch den Baum zu schneiden. Alle verfügbaren Einheitskräfte. Oh. Wir benötigen jemanden in der Nähe vom Funkturm. Da hat sich ein Autounfall irgendwie verursacht. Bitte einmal mal hingehen, vorbeischauen. Ich weiß nicht, die Leute scheinen verwirrt zu sein. Ende. Okay. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg, oder? Geht jetzt von meinem Land. Ja, wir machen uns auf den Weg, dann... Wir machen uns auf den Weg, wir rufen Sie an, wenn Sie, die Papiere abgegeben sind. Ja. Vegetarier? Hey, okay, dann nehme ich den Donut wieder mit. War es ein Fleischdonut? War das einer von den neumodischen mit Bacon? Nö, das war der mit Streuseln. Ja gut, dann mach ich kurz die Durchsage, ne, an Officer. Mach die Durchsage, auf geht's, okay. Ich trete schon mal das Gas. Ja, Rückmeldung, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Funkturm, over. Okay, verstanden. Gute Nacht, schlafschön. Wir haben es 12 Uhr mittags. Wo ist eigentlich der Funkturm? Der Funkturm, das müssen Sie eigentlich sehen. Der ist ja oben, hier direkt rechts, der Große. Ah, der Große, okay, verstanden. Sie müssen nicht in die Geräte reden, ich sitze direkt neben Ihnen. Okay. Nein, nicht. Ins Gerät. Hören Sie auf, verdammt nochmal ins Mikrofon. Das ist doch schlimm. Ich glaube, hier rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Nachrichten. No. Sie müssen jetzt nicht gleich hier so aufregen, beschweren hier. Der Kollege ist gerade falsch abgebogen. Wir entfernen uns wieder vom Funkturm. Oh, Sie sind ein Idiot. Wir befinden uns jetzt wieder auf direktem Kurs Richtung Funkturm. Das ist schön zu wissen. Dann gucken wir mal, da müssten wir nämlich... Hab den Funkturm im Visier. Okay, ich glaube, von hier aus müssen wir tatsächlich das nur noch... Das hat schon Ihre Kollegin gesagt. Jetzt hören Sie doch mal auf, jetzt beim Funkturm. Officer zu ärgern. Gott verdammt, hören Sie auf damit! Sie stehen jetzt im Wendekreisel. Okay, jetzt müsste hier irgendwo ein Verkehrsunfall sein. Halt die Ausschau. Es können Kriminelle rumlauern. Ich schau schon, ich meine, meinen Sie wirklich, wir haben seit Tagen nichts zu tun in dieser Stadt. Ich seh was. Ob hier Kriminelle sind. Oh, da ist es schon. Da ist schon das kaputte Auto. Ein Falschparker. Oh. Ein Randalierer. Ja, aber wie ich das verstanden habe, hat der Herr uns gerufen. Es ist noch warm. Okay. Dann müssen wir nur mal schauen, ob wir den Besitzer hier irgendwo finden, ne? Hallo, Polizei, ja. wir sind jetzt hier. Hallo? Verdächtiger ist auf freiem Fuß. Guten Morgen. Haben Sie die Polizei alarmiert? Ja, habe ich getan. Ganz ruhig. Beruhigen Sie sich erstmal. So, einmal tief einatmen, tief ausatmen. So, packen Sie doch die Waffe weg, Herr Kollege. Was ist denn vorgefallen? Schildern Sie uns bitte den Vorfall. Das ist ein Chaos. Das kann so nicht gehen. Weil das ist mein Auto. Und irgendjemand,
Irgendjemand hat das genommen und dagegen geschmissen. Das könnte doch nicht sein. Irgendjemand war das. Okay, ich saß im Auto und da kam. Da ist dann irgendwie jemand gekommen und hat das dagegen geschmissen. Was wurde denn gegen das Auto geschmissen? Warum genau haben sie uns gerufen? Also. Das ist mein Briefkasten und das hier ist mein Auto. Mhm. Das ist das Schlimme. Jetzt ist mein Auto im Briefkasten, wo eigentlich das Briefkasten beim Briefkasten und nicht das Auto im Briefkasten, sondern Briefkasten auf Briefkasten und Auto in Autogarage. Und okay, aber wie mir mein Computer sagt, ist das auf sie zugelassen, das Auto. Ja, hab ich auch gesagt, ist mein Auto. Ja. Ich bin auch gefahren. Sie sind aber gefahren. Also so wie es für mich jetzt erstmal aussieht, ich könnte jetzt falsch liegen, ne? Aber Herr Kollege, bitte korrigieren Sie mich, ne? Aber es sieht jetzt erstmal aus, als ob Sie hier einfach schräg durch Ihre Einfahrt gebrettert sind und dann gegen Ihren Briefkasten gefahren sind, wodurch dieser Unfall hier entstanden ist. Nein. Also Wind geht heute auch keiner, also. Ich mache keine Unfälle. Und Sie haben uns jetzt gerufen, weil... Ja, jemand hat das kaputt gemacht. Haben Sie eine Überwachungsaufnahme von dem Ganzen? Nein. Haben Sie Zeugen? Nein. Haben Sie jemanden gesehen? Haben Sie jemanden gesehen? Ich war ja nicht am Unfallsort, Unfall... Sie waren doch wohl am... Ja. Ja, aber... Also, Sie haben doch wohl... Hier, Sie haben doch einen Rückspiegel. Ja, aber ich war das nicht. Also... Hier liegt doch Ihre Geldbörse drin. Ja. Also, ich sehe auch einfach nur... Also... Ja. Hier ist ja auch hinten nichts eingeknautscht. Ja. Da ist ja niemand dagegen gefahren. Doch. Und der ist dann geflohen, sagen sie. Ja. Fahrerflucht. Mein Auto genommen hat geworfen, ja. Okay, also wollen Sie jetzt Anzeige erstatten gegen Unbekannt oder was wollen Sie machen? Ja. Ich will jetzt Geld. Also, das, so funktioniert das nicht. Was wir Ihnen empfehlen können, ist, dass Sie den Abschleppservice rufen. Da kann ich Ihnen noch gern die Nummer geben. Mm-mm. Und dann nächstes Mal melden Sie sich vielleicht lieber da als bei der Polizei. Wir haben viel zu tun hier. Sind Sie denn versichert? Nein, ich war das nicht. Das war der Briefkasten wahrscheinlich. Der Briefkasten hat schon jahrelang was gegen. Also, das jetzt nochmal fürs Protokoll. Sie wollen jetzt Anzeige gegen Schadenersatz gegen Ihren Briefkasten aufgeben. Ja. Der Briefkasten, der sendet mir immer schlechte Sachen wie Rechnungen und sonstiges. Das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Ich will keine Rechnung. Okay. Und Sie würden sagen, der Briefkasten ist verantwortlich? Ja. Okay, und Ihre Fahrgestellnummer ist? 12. 12. 12? Es sollte eine siebenstellige Nummer sein. 75D. Okay, 1275D und die letzten zwei Ziffern? Pokémon. Ja. Und das Versicherungsanmeldedatum? Harry Potter. Ja. Finde ich jetzt gerade nicht im System. Sind Sie sicher? Sind Sie blind? Da steht doch bestimmt was, oder? Na, ich glaube, da können wir nichts machen. Ich will zu Schadenersatz. Geben Sie mir Geld. Officer, haben Sie den Drogentest dabei, zufälligerweise? Ja, warten Sie, den habe ich im Auto gelassen. Ja. Ich hole ihn eben. Das ist nur eine Routineüberprüfung, einfach wegen, einfach weil sie ein bisschen aufgebracht wirken, nicht? Ja, wirklich. Sie wirken ein bisschen aufgebracht. Mein Auto ist im Briefkasten. Briefkasten seit Briefkasten. Das ist auch ein weiteres Indiz, deswegen wollen wir halt einmal kurz den Test machen. Da müssen Sie einmal kurz jetzt ins Röhrchen blasen, dann gucken wir, dann testen wir Ihren Promillegehalt. Und Ich will das nicht. Einmal kurz hier reinpusten. Das ist mein Auto? Ja, genau. Das ist Ihr Auto. Bitte pusten Sie jetzt hier einmal ins Röhrchen. Nein. Bitte einmal reinpusten. So. Okay, danke schön, das reicht schon. Okay, so. Das wird jetzt mal ausgewertet. Der Kollege wertet das jetzt einmal kurz aus und dann melden wir uns wieder bei Ihnen zurück von der Station, sobald wir was Neues wissen. Da können wir jetzt erstmal ad hoc gar nichts machen in so einer Situation. Ich bin Schadensgeld. Sie können gerne die Tage nochmal... Das können Sie gerne fordern, aber die Antwort darum dauert bis zu... Sie können auf der Polizeistation gerne nochmal vorbeikommen, den Antrag ausfüllen. Aber wir sind gerade knapp am Personal und es gibt gerade wichtige Prioritäten. Das heißt, es kann bis zu 2-3 Monaten dauern. Ah, die Testergebnisse. Ui, roter Bereich. Uff, das habe ich mir schon gedacht. So wie der Typ geredet hat, das war alles andere als feierlich. Manche trinken echt ein bisschen zu viel Cola. Du hast den Lageplan, richtig? Oh ja, sicher doch. Der Boss wird an uns Ausführer um nichts zu bemängeln haben. So, das war's mit dieser Folge Polizei. Polizei kommt immer mittwochs und samstags. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao!